So, Hallihallöchen, Hansen Peter hier. Willkommen zurück zu Let's Play Risen 2 Dark Waters. Im letzten Part haben wir das Amulett der Erde gefunden, also auch Garcias Schatz. Da haben wir schön viel Gold. Und Patty hat lustige Sachen gemacht und ich hoffe, die Sachen macht sie jetzt nicht mehr. Erfahren tun wir es aber erst, wenn wir wieder zurück zum Schiff gehen. Und das erst, nachdem wir noch dieses kleine Eckchen der Insel erkundet haben. Und danach begeben wir uns wieder auf die Suche nach der Inquisition, was wir auch schon eigentlich schon länger vorhatten. Aber irgendwie sind dann doch hier immer Abwege und ach, von hier aus kann man auch das Schiff sehen. Was haben wir denn hier noch für eine Flaschenpot? Ne, Pokopilz? Ach, die Flasche können wir nicht nehmen. So, und bis dahin begleitet uns eben Venturo, weil der, glaube ich, der zweitstärkste dann der Mannschaft ist. Na, er ist halt auch ein Fernkämpfer. Oh, Schwertgriff Königsschwert. Oh yeah. Stichwaffen. Moment. Wir haben so viel zur Auswahl. Seelenrufer 45 bis 100 und das Königsschwert war 35. Na gut, der Seelenrufer ist immer noch besser. Trotzdem können wir das Schwert mal schmieden. Und jetzt haben wir doch alles erkundet, oder? Oder gibt es da unten noch was? Ich sähe von hier oben nichts. Das heißt aber nichts. Deswegen latschen wir auch noch runter. Um wirklich festzustellen, dass hier nichts ist. Alles klar. Gut. Oh, Patty ist wieder normal. Komm mit. Ah, ein einfacher Neustart des Spiels regelt alles. So. Hoffe ich mal. Patty, ja. Ich schlafe mal bis Mittag, nicht, dass hier plötzlich Nacht wird. Na. Gut, haben wir was zu braten? Ja, ein bisschen was. Kann ich auch gleich noch kurz die Muscheln aufknacken. Perücke. Ah, die Perücke. Ja, ja, das ist ein Quest-Item. Eigentlich. Für den Weg des Voodoo-Typis. Nichts. Was wir ja nicht sind. Gibt's nichts zu holen. Eine Perle, wow. Gut. Dann weiter. An der Stelle, wo wir vor drei Parts angefangen haben. Good job, ich. Können wir nicht irgendwie Eile aktivieren oder so? Schnell laufen? Ich bin immer gewappnet. Oh, es sind keine Gegner mehr da. Schön, das Ganze auch mal bei Tag zu sehen. Mhm. Ja, schöne Gegend. Oh, ein geil umgestürzter Baum. Sowas finde ich immer cool, so wenn die Erde mitreißen, so, also auch in real, im echten Leben, sieht es immer so geil aus, wenn so ein Baum umgestürzt ist und die Erde einfach mitgerissen hat. Findet man halt nicht so oft. Leider. Und dann ist nochmal einer. Naja, wenn man es einmal bemerkt, dann kann man es nicht mehr aus dem Kopf kriegen. Oh, wir haben auch noch auf Maracay den Schatz in der Pantherhöhle. Da kommen wir auch bald. Nee, da waren wir schon. Da, Moment. Da sind wir schon hingelaut. Das ist doch jetzt geradeaus. Moment, da müssen wir den Schatz auch noch holen. Ja, da ist die komische verpackte Leiche. Die gucke ich diesmal nicht an. Kommt weder Text noch irgendwie ein Lootfenster. Noch sonst irgendwas. Richtig komisch. Ich dachte, die Pantherhöhle wäre woanders. Oder ist die hier und... Ich gucke erstmal überirdisch. Da bin ich mir gerade echt unsicher, wo die wirklich ist. Ich hoffe, dieser Schlawiner hier hat sie nicht schon gehoben, den Schatz. Na? Ich muss erstmal mein... Ja, ja, alles okay. Ich habe kein Fleisch zum Braten. Da ein bisschen rechts. Na. Wir springen hoch. Okay. Hier direkt unter uns. Ne, dann ist es tatsächlich unterirdisch. Gut, weil ich hätte auch keine Panther gesehen. Naja, hier können wir nicht runterfallen. Wäre ein bisschen tödlich.
Schmerzhaft mit Anzeichen für Tod. Da. Nö. Okay, ich wurde doch getrickt von mir selbst. Es ist doch da, wo ich anfangs dachte, dass es ist. Dummes Ich. So, dann watschen wir mal kurz runter. Und wieder der erste Gegner des Parts, oder? Zack, zack. Patty? Patty? Wo ist denn die schon wieder? Da oben. Was machst du denn? Oh, Patty. Wieso bist du so? Zack, zack. Patty? Latsch mal schneller, Mann. Jetzt komm mit. Alter, wie die einen hier voll allein nach vorne schickt und selber bleibt sie hinten. Okay, da sind Eingeborene. Und hier rechts geht's anscheinend nirgendwo hin. Oh ja, hätte ich gar nicht die Karte aufrufen brauchen. Wieder mal dummes Ich. Okay. Schatz. Ah ja, ja, ja. Okay. Also, von der Karte zu erkunden gibt's jetzt diesen Teil noch. Und den kleinen Teil. Wobei das hier natürlich ein Tempel ist, wie man sehen kann. Und ich will, glaube ich, zuerst... Wo will ich zuerst hin? Ich rede erst mit denen. Die scheinen friedlich zu sein. Außer, dass sie Fische aufspießen. Takapo, Fremder. Diese Gewässer sind gefährlich. Was ja. Stimmt damit nicht? Dort lauert die Bestie. Hm. Bist du schon immer hier im Dschungel gewesen? Tschii. Ich wüsste auch keinen Ort der Welt, der mir lieber wäre, Gucho. Weiß nicht, so ein... Hab ich mir schon gedacht. Gemütliches Zimmer vielleicht? Warte, haben die anderen was zu sagen? Nee, sind nur Fischer. Gut. Ich suche eine Truppe der Inquisition. Hast du sie gesehen? Die Blauröcke sind im Dorf. Geh links um den See. Dort führt ein Weg hinauf. Alles klar. Alles klar. Was ist das für eine Bestie? Was ist das für eine Bestie? Der Alligator. Er lauert im Morast und ist geduldig. Und wenn du ihm zu nahe kommst... Schnapp und du bist tot. Wusste ich doch. Scheint ja ein Mordsvieh zu sein. Si, Gucho. Es ist die größte und gefährlichste Bestie, die seit vielen Sommern hierher kam. Alles klar. Alles klar. Ich werde sie töten. Ich werde die Bestie töten. Ich sehe, du bist ein Krieger. Das ehrt dich. Takapo, Gucho. Die Bestie ist stark. Werd's mir merken. Was macht ihr eigentlich? Jeden Tag fischen wir und bringen unseren Fang zum Maracaiwa. Ich trage diese Aufgabe, wie einst mein Vater. Was für ein Leben. Das scheint dir zu gefallen. Chi, jeder hat eine Pflicht. Jeder ist wichtig. Okay. Also wir töten die Bestie, laufen erstmal fett durchs Feuer. Und gehen hier links erstmal lang, oder? Gehen wir erst links lang, suchen wir den Schatz, gehen wir ins Dorf. Ich weiß es nicht. Will, wie viel Geld haben wir? 4000. Wir können eigentlich schon ins Dorf. Versuchen, Lehrmeister zu finden. Und dann eben Sachen zu lernen. Ja, das klingt auch nach einem Plan. Oder aber... Wir gucken in die Gräber rein. Wir haben ja da die Mission, 4 Masken zurückzubringen. Eine ist schon an ihrem Platz. Das heißt, 3 Gräber fehlen noch. Und das hier ist eins davon. Ja, komm, gucken wir ins Grab. Also, ich hoffe doch, hier sind... Oh, Ratten. Oh, oh. Sofort erschießen. Oh. Alter, erstmal richtig dichter Nebel hier. Was für ein Szeneriewechsel. Okay, da liegen schon Leichen. Wieso liegen hier Leichen? Hier liegen jede Menge Leichen von Eingeborenen und Weißen. Seltsam, sie haben gar keine Kleidung an. Strange, die nackten Leichen. Ich möchte nicht in sein... Ach, jetzt können wir die Leichen auch auf einmal untersuchen. Ich möchte... Hä?
Okay, da ist ein Hebel. Oh Gott. Jumpscare, ey. Patty, ja, du hilfst. Patty, wohin zieht? Patty, die sind... Ich glaube, Patty ist immer noch behindert. Patty? Ach, wollt den dramatischen Augenblick. Alles klar. Dann im entscheidenden Moment dreht sie sich halt um. So, zack. Komisch, der hat keinen blutet. Rubin-Goldzepter. Mhm. Noch mehr Leichen. Alter, was ist hier passiert? Mir fehlt das passende Ding dafür. Scheiße, uns fehlt das passende Ding. Hier gab es doch gerade einen Hebel. Da. Was macht der? Sperrt uns hier ein. Und... Und macht nix. Gut, ich glaube, selbst wenn wir da was... Ach, wir müssen die Masken da draufsetzen, genau. Aber wo finden wir die Masken? Ja, wo sind die Masken? Die müssen wir erst finden. Alles klar. Müssen wir jetzt die Leichen durchsuchen, wer die Maske hat oder was? Oder wo sollen die sein? Hä, wo sind denn die Masken? Nackte Leiche? Ich möchte... Leiche, nicht nackt. Komisch. Werden wir bestimmt noch finden. Irgendjemand wird die haben. Also gehen wir erstmal raus. Unsere Mission hier ist getan. Oder so. Oh, wieder mal hier dichter Nebel. Okay. Keine Masken. Dann gehen wir ins Dorf oder gehen wir nicht ins Dorf? Ich glaube, wir gehen ins Dorf. Aber davor holen wir uns die Truhe. Oder wir töten die Bestie. Die ja auch irgendwo sein soll. Ich glaube, wir töten erst die Bestie. Danach gehen wir ins Dorf. Klingt gut, klingt gut. Scan. Nix. Dann ist, Oh, die ist schnell. Oh, schnelle Bestie. Au. Bleib weg. Die Bestie ist tot. Questerfolg. Okay, Gucho. Wir haben deine Bestie erlegt. Kriegen wir Cash von dir oder irgendwelche Schätze? Die Bestie im See ist tot. Ich bin beeindruckt von deiner Stärke. Danke. Tabonga, Gucho. Jetzt können wir endlich wieder fischen. Hier, damit kannst du bestimmt etwas anfangen. Oh yeah, eine Schatzkarte. Der Schatz im Jagdgebiet. Ja. Das ist da hinten. Okay. Cool. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass wir eine Bestie töten. Und irgendwie will die Blaukralle nicht. Doch, jetzt will sie. Ja, jetzt, wo ich hier... weggehe. So eine Scheiße, ey. Okay, nächste Bestie. Nächste Bestie, nächste Blaukralle, oder? Ist da oben was? Nee. Nächste Blaukralle. Bisschen näher ran. Zack. Ach komm, wieso kann ich nur einmal angreifen? Guck mal, ich treffe ihn. Ja, es ist die Treffanimation hier eingeblendet. Und trotzdem voll daneben. Oder gehe ich erst ins Jagdgebiet kurz? Ich glaube, wir gehen auch kurz ins Jagdgebiet. Und danach vielleicht in das Dorf, oder? Das? Nee, Moment, das ist doch ein Rundgang, oder ist es? Wir gehen erst ins Dorf. Ich will neue Fähigkeiten.
Auf ins Dorf. Aber erst holen wir dieses komisch aussehende Ei, was eine Garganuss ist. Ich weiß Bescheid. Und die Bestie hat nichts versteckt? Nö. Gut, aber ganz ins Dorf gehen wir erst im nächsten Part. Und vor allem reden wir im nächsten Part erst mit Bones. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hansen Peter. Ciao.